Hallihallo. Da bin ich wieder. Leider kann man hier nicht zwischen euch abspeichern, also müssen wir sofort die Avenger verteidigen. Und ja, wir wissen, dass das hatten wir alles schon mal. Das ist doof, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Wir werden natürlich gucken, dass wir die bestmögliche Paarung hinkriegen. Wir brauchen auf jeden Fall Schnitter. Nehmen wir sie diesmal. Müde. Müde versuchen wir zu umgehen. Wir haben Twist. Und wir haben Frechdachs. Boss haben wir auch. Und Skillmaster ist noch verwundet. So, ich bin müde, das heißt, wir nehmen ihn als Agro-Specialist. Müssen aber jetzt noch kurz hier die Ausrüstung anlegen. Hier natürlich ein Heilding rein. Ausrüstungsgegenstände einmal freigeben. Soto. Nimmt eine Rauchgranate. Twist auch. Und hier nochmal so eine Frostbombe. Er ist kein Heiler. Trotzdem müssten eigentlich die Dinger da sein. Nimmt einfach mal einen Schädelstecker mit, einfach weil wir sonst nichts Sinnvolles vergeben können. So, nächster Trupp. Nehmen wir auch mal alle raus. So, hier und McMike. Ach Mist, der ist gar nicht da. Mox ist leicht verwundet, das müssen wir... Und müde. Ach nee, dann vielleicht doch nicht. Beides gleichzeitig ist doof. So, ihn nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir Franziska mit. Dann nehmen wir Sören mit. Tja, die Frage ist, nehmen wir Papa auch mit? No Skill könnten wir mitnehmen. Oder noch einen Ranger. Müde auch noch. Okay, deswegen nicht. Sie ist auch noch müde. Auch noch müde. Müssen wir schauen, ob wir irgendwen finden noch. Hier wäre noch ein zusätzlicher Heiler. Oder ein Ranger. Ich glaube, Ranger haben wir dann jetzt... Haben wir drei oder zwei? Haben wir jetzt die vom Trupp 1 wieder? Och, Menno. So, den haben wir nichts weggenommen. Aber hier haben wir natürlich noch was vergessen. Wie mir gerade einfiel. Hier wollten wir die fortschrittliche Magazin-Erweiterung reinknallen. Denn die hat ja diesen Bonus-Skill, dass sie ihr komplettes Magazin in einen rein knattern kann, wenn sie möchte. So, hier bei Twist wollten wir jetzt das Kampfdings reinpacken. Und zwar für
14 Zielen. Damit hat er das fette Zielfernrohr und ein anderes Zielding. Das heißt, über 100 Zielsicherheit. Das sollte reichen. Waffenverbesserungen sind ja beides fortschrittlich, also in Ordnung. Bei Frechdachs packen wir was rein? 3 Mobilität. Damit sie schnell von A nach B kommt. Da gehen wir erstmal dran vorbei. Der schafft es auch so. Auch nicht so der Favorite jetzt. Nächster Trupp. Wir packen jetzt doch Sören mit rein. Oder den Spark. Den Raketenwerfer. Was hat denn der sonst für Werte? 10 Gesundheit, 12 Mobilität, 73 Gesundheit, eine Rüstung. Schauen wir einfach mal. Ist ja interessant. Ja, ist doch witzig. Kann natürlich sein, dass es uns jetzt einiges kostet, aber... Komm hier, Ninja-Roboter. Leila ist geiler. So. KN Spark 01. Na gut. Probieren wir mal aus, was die Dinger taugen. Hier würden wir jetzt noch ein bisschen Zielsicherheit reinpacken. Waffenverbesserung sieht soweit gut aus. Hier würden wir jetzt noch 2 Trefferpunkte reinsockeln. Als potenzielle Nahkämpferin. Krallengeschosse. So, Imitationsgerät dazu. Nano-Medikit auf jeden Fall. Wir müssen die Medikits alle mitnehmen, glaube ich. Dann wird auch der Boss noch eins mitnehmen, auch wenn es unnötig ist. Und hier nochmal ganz kurz gucken bei den Soldatenfähigkeiten. Sanitäter hat er ja immerhin. So, das ist gut. Ja, das ist dann unser Line-Up. Mit dem müssen wir irgendwie schaffen, das Ganze zu verhindern. Eine Weste, wenn sonst schon nichts da ist. Und ab dafür. Hä? Hatten wir nicht eben den Spark drin? Wir hatten noch den Spark drin. Veralber uns doch nicht. So. Und starte Einsatz.
Ja, tut mir sehr leid, dass ich euch das jetzt nochmal antun muss. Ich hoffe, dass ich jetzt dann wenigstens weiß, worum es geht und keine 4 Stunden dafür brauche. Also ist das Ziel, es in nur 2 zu schaffen. So viel auf jeden Fall zu der Sache, dass die Verteidigungsmatrix unnütz ist. Wir hätten sie dann jetzt natürlich schon brauchen können. Wir hätten einen zusätzlichen Geschützturm wahrscheinlich an unserer Basis. Piep, piep, piep. So, das Gute ist, wir haben 2 gute Scharfschützen dabei wieder, die uns hoffentlich dabei helfen, die komischen Geschütze wegzuschießen. Übung. Die Auserwählten versuchen einen Bodenangriff mit schweren Waffen. Bereit machen zur Verteidigung des Schiffs. Wir müssen die Kanone ausschalten. So, da haben wir Panzer. Die feindlichen Geschütze feuern auf unser Schiff. Wir müssen diese Kanonen ausschalten, bevor unser Rumpf bricht. Commander, dieser Auserwählte hat irgendeine riesige Artilleriekanone dabei. Solange sie funktionstüchtig ist, können wir unmöglich abheben. Okay. Sie versorgen die Kanone über einen Zusatzgenerator an Bord dieses Trucks. Die Aufladung wird wohl eine Weile dauern. Sie sollten ihn schnell ausschalten, dann ist die Kanone nutzlos. Okidoki. 2 Leute sind verborgen, wir drehen einmal. Und suchen uns Stalker raus. Huhu. So, Katze greift auch wieder mit an. Hilft uns hoffentlich zu verteidigen. Halbe Deckung. Sagt, ich soll gehorchen. Flop, flop, flop. Da haben wir eine Gruppe aus, wow, aus 4 Kodizes. Kodexen, was auch immer. Das ist, glaube ich, ein schöner Platz. Auf dem Weg. Zum unsichtbar rumstehen. Da haben wir die nächste Gruppe. Die Gegner sind natürlich ein bisschen stärker als die letzten, die wir so hatten. So, leider sehen wir da noch nichts. Aber ich glaube, die sehen wir da auch nicht mehr, ne? Dann gehen wir hier erstmal an die Ecke. Hätten da zumindest nächste Runde einen Schuss drauf. Gehen also hier in Pistolenfeuerschutz. Einmal da hinter einen Baum. So, ein Stückchen laufen und... Oh, da haben wir sie direkt geweckt. Daneben. Get it together. Das ist gar nicht mal so unanstrengend, fürchte ich. Wow. Frechtag ist ganz schön schnell geworden jetzt mit dem neuen Dings. Glaube ich noch auf. Twisty. Direkt die erste Granate raushauen. Endlich! Das Problem ist, wenn wir die alle erwischen, dann klonen die sich natürlich auch alle. Und ich sehe gerade nichts. Bin gleich wieder bei euch. Ja, okay, jetzt legt sie sich doch hin. Sehe ich meine Skills zwar immer noch nicht. Ich muss den Monitor mal höher stellen, damit die Katze nicht immer genau vor der Zeile liegt. Die Frage ist, ob sie an... Haben wir einen Heavy dabei, der Deckungen zerschießt, ist die Frage. Was kann er denn hier?
Okay, er hat eh keine Deckung. So wie es aussieht. Ich führe aus. Ich glaube, mit ihm haben wir uns keinen Gefallen getan jetzt. Übersteuerung, interessant. Raketenwerfer auch interessant. 56%, warum nicht? Daneben. Unkontrollierte Variable in Zielsequenz. Interessant. Das ist alles so herrlich unlukrativ. Na komm, 84%. Vielleicht klappt's ja. Auch durch die Deckung durch. Für was haben wir ihm denn das Implantat reingehauen? So, 8 Schaden. Oh, knapp. Fast entdeckt worden. So, der hat jetzt nur noch 2 Punkte da hinten. Und der hat nur noch 3. Zulu hat einen überragenden Schaft. Das kann man auch so oder so verstehen. Aber in dem Fall heißt das, der ist tot. Egal, ob wir treffen oder nicht. So, wir knuddeln hier natürlich jetzt herzallerliebst. Aber das ist so ein bisschen Absicht, glaube ich. Ach so, er ist eh nicht. Dann hätten wir natürlich auch hier schön. Schön weitergekonnt. Sturm und Schuss. I'm coming for you. Da müssten wir ihn flankiert haben. Warum 4? Ach, weil es immer noch 4 sind. Okay. Ergibt Sinn. Order's confirmed. On the move. Gucken, ob wir den Flankierten schön einen reinrocken können. Warum sehe ich einen Panzer? Ach, weil hier einer steht. Okay. Und da hinten ist noch eine Gruppe, die wir jetzt vielleicht nicht wecken sollten. So, 8 Punkte Schaden. Lohnt sich. Dann reißen wir natürlich. So, bauen wir ein bisschen Fokus auf. Sehen immer noch 4. Würden aber ihn dann mit wenigstens flankieren. So, immer noch 4. Da haben wir einen flankiert. Gehen wir da mal rüber. 72 ist nicht die höchste Trefferchance, deswegen nehmen wir die blitzschnellen Hände, damit wir 2 Versuche haben. Okay, da waren es nur noch 3. So, Anna ist glaube ich die letzte, genau. 72%, egal ob sie trifft oder nicht, der ist down. Nicht ganz wie geplant. Und da erscheint sie, die Kröte. Ja, ist halt so, wie es ist. Wie
Wir empfangen die Energiesignatur der auserwählten Attentäterin und sie bewegt so, sich auf Teleport. Unseren Trupp zu, Commander. Psi-Bombe. Waffe deaktiviert. Das Gute ist, das Feedback... Achso, ja. Aber gut, wir sind ein wenig dezimiert, auch wenn es jetzt wieder 4 sind. Daneben, das ist natürlich noch besser. Das ist doch gut, wir haben jetzt 3 Gegner für Runde 2. Das sollte doch relativ locker machbar sein. Die Ältesten verfügen über viele Gaben. Und wo immer sie euch erblicken, schicken sie mich hin. Ja, okay, das würden wir dann am Ende machen wollen, glaube ich. So, Zulu. Steht er selber in seinem eigenen Köttel? Nee, steht er nicht. Einmal rausrennen. Oh, oh. Da war doch was, aber diesmal ist meine Dummheit gut gegangen. Gefechtsprotokoll. Hätten wir auch als erstes machen können. Ne, dann hätten wir den Zug beendet. Machen wir aber jetzt, weil an den da hinten kommen wir so schlecht dran. Flitsch. Okay, weg ist er. Nö. Ja. Tja. Brücke vor zum Ziel. Einmal raus da. Schnelles Nachladen läuft. Na, hat der Spark immerhin einen Kill mal. So, Judgment Day. Alle, die von den Ältesten in diese Welt gebracht wurden, sind gleich. I'm on the move. Dann gib ihm mal einen. Kritisch für 12, das heißt keinerlei Möglichkeit. Wurde entdeckt. Oh. Na, das ist schade. Aber ich glaube, ich gönne ihr den Kill trotzdem nicht. Oder doch? Hm. Klüger wäre es, glaube ich, das mit ihm hier zu machen. Spür meinen Schuss. Weil er dann seinen zweiten komischen Fokuspunkt da hat und sein Reißen mehr Schaden macht. Mit dem Momentum kann er auch wieder zur Gruppe zurück. So, den Panzer ein bisschen beackern. Wechsle Position. Bisschen Zickzack laufen, um Sachen zu entdecken. Nochmal 6 Punkte. Positiv. So, ein Panzer weniger. Aber es gibt noch mehr. Passen Sie da draußen auf Ihre Flanken auf. So, Feuerschutz. Legen wir endlich los. Es geht ein bisschen voran und auch in Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. So, da stand keiner mehr drin. Dann schauen wir mal. Jetzt geht unsere Energie ein bisschen langsamer runter, weil einer der Panzer schon down ist.
So, die hoppeln irgendwo da hinten hin. Müssen wir dann gucken, dass wir gleich eine Fernzündung hinkriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, so schnell kann er nur auch nicht sein. Lädt nach. Gehen wir mal, wo gehen wir denn hin? So ein bisschen an... Ein bisschen mehr an den Rand. Wir sehen nichts. Wir sehen immer noch nichts. Das ist traurig. Scanne Zugangsvektor. So, wir nehmen ganz klein wenig Platz ein. Lassen Sie wieder in die Tarnung gehen. Sie werden nichts sehen. Gehen dann mal hier an die Ecke. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Feind gesichtet. Okay, da haben wir was gesehen. Pistolenfeuerschutz. Ihr könnt nicht erwarten, jemals die Macht der Ältesten oder ihrer Diener in den Händen zu halten. Feuerschutz. Lassen wir uns doch nicht drauf ein. Oh fuck, das war natürlich doof jetzt. Müssen wir uns für nächste Runde merken. Dass wir die pullen können. So, noch ein Panzer weniger und hier vielleicht Gesundheit, Katze. Näher ran? Nee, wir müssen ja nicht schon wieder alles offenlegen hier. Für den Fall, dass wir uns doch aufdecken. Die Energiezellen haben ihre maximale Aufladung erreicht, Commander. Die Kanone ist geladen und feuerbereit. So, die rennen irgendwie in die andere Richtung. Der positive Part diesmal scheint zu sein, dass keine Verlorenen dabei sind. So, die wird noch eine Runde brauchen oder so. Die Ältesten gewähren mir ihre Visionen. Und so bin ich überall. Jetzt sehen wir da schon wieder nichts, leider. Nach vorne noch. Oh, wir haben sie entdeckt. Das führt natürlich dazu, dass unser Fokus sich ein wenig ändert. Zu den Ältesten bereit, Commander. Wir können den Auserwählten angreifen. Jetzt zählt es. Definitiv zählt das, aber erstmal müssen wir. Ich glaube, das machen wir hier mit Twist. Also er befreit sich zwar sofort wieder. Wow, das funktioniert sogar. Oder läuft's nicht? Hm. Können wir zumindest alle einmal draufrotzen. Der Vorteil ist, ja, es ist pfiffig.
Ja, ich habe beschlossen, das ist pfiffig, denn sie kann zumindest jetzt in dieser Runde nichts machen. Was für uns so viel heißt wie... sie hat keine kostenlosen Gratisschüsse, wenn wir verkacken. So, ganz kurz nach der Badewanne gucken. Badewanne voll, Badewanne aus. So. Hier sehen wir es leider noch nicht. Das heißt, wir müssten da auf jeden Fall noch eine Granate reinwerfen. 90%, sehr schön. Tarnschuss. Ah, 90% ist so sexy. Aber jetzt nicht. Erstmal der Spark. 44%, das ist armselig. Der Raketenwerfer kann da ein wenig Deckung und Rüstung wegnehmen bei der Dame. Machen wir mal. Explosionsschild ist uns völlig Wurst. Sie hat 2 Punkte weniger Rüstung. Und sogar eine Möglichkeit, drauf zu schießen, ohne... Kurz gucken. Wow. Von hier? Ja, von da schon. Dann rennt sie da einmal in die nicht vorhandene Deckung. Dann gibt es erstmal den Freischuss. Oder wollen wir erst nochmal zerfetzen? Haben wir noch irgendwen, der zerfetzen könnte? Volt. Ah, 3 bis 6. Nee, das verbraucht ja dann auch wieder die Reißenladung. Braucht Frechtax ihre Granate, ist die Frage. 90%, aber das ist... Lohnt sich das? 82. Lohnt sich das, die eine Rüstung da wegzuholen? Nur wenn wir so utopisch viele Schüsse brauchen... Da fangen wir an zu brennen. Also er hat nur die beiden Felder zur Auswahl. Wir fangen jetzt einfach an zu schießen. So, kritisch für 5. Da müsst ihr euch schon wieder anstrengen. Ja, machen wir doch. Nochmal 4. Nein, Kratzer. So, sie kann es nicht schaffen mit einem Schwerthieb. Also rennt sie einfach mal so weit, wie sie kann. 98. Dann haben wir aber ihre... Heieiei. So, er hat da deutlich mehr Auswahl bei den Feldern. Da brennt's. Sonst nicht. Warten wir noch ein bisschen ab. 90%. Kritisch für 9. Daneben, schade. Aber gut, auch die 80er können ja mal daneben gehen. So, 90%. Das könnt ihr doch sicher besser. 6 Punkte Schaden. Dafür wirst du leiden. Könnten wir direkt mal diese neue Superfähigkeit ausprobieren. Aber dafür würden wir, glaube ich, gerne ein bisschen näher rangehen. Ich gehe, wohin Sie mich schicken. 90%. Schauen wir mal, das ganze Magazin da rein. 5 Schüsse. Wow. In den Schatten findest du keine Zuflucht, Schnitter. Ich warte auf einen echten Gegner. Für deinen Anteil an dieser Sache... Du Büßen, Schnitter. So, Moment, das habe ich jetzt nicht ganz gerafft.
Ich meine, sie hat einiges an Leben verloren, aber haben wir wirklich 5 Schüsse da reingeballert und sie nicht mal ansatzweise getötet? Das ist sehr armselig. So, 100%, da brennen wir nicht. Da geben wir ihr einen. Sieben. Nö, nicht von da. Was machen wir von hier? Mein Angriff schnellt hervor. So. Combo-Kill, was auch immer das heißt. Momentum. Sie sind der Einzige, der mich je zum Rückzug gezwungen hat. Und jetzt sehe ich mich erneut in die Flucht geschlagen. Das war sicher nicht unsere letzte Begegnung, aber dieser Auserwählte hat offensichtlich nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, Commander. Momentum-Aktion. So. Einfach mal hier in die... Na, halbe Deckung reicht. Wir müssen ja jetzt nicht noch aggressiv scouten. So, das Ding ballert jetzt leider auf uns. 80 Punkte. Krabberwumms. Jawohl. Unsere Systeme fallen aus, Commander. Solche Treffer können wir uns nicht leisten. So, wo auch immer die jetzt hinrennen. Aber die Runde war lohnenswert. Getting a little toasty here. Gets a little toasty here. Ja. Einwandfrei. Ne, so rum gefällt uns doch besser. Gehen wir mal zu dem Blattsucherfräulein. Franziska Rundschlag. Oh. Verhoppelt. So. Weiter scouten. In Theorie müssten wir hier ein bisschen was entdecken. Ich glaube, die halbe Deckung ist uns lieber als die ganze. Feindlicher Trupp geortet. Oh, der ist sogar recht groß, der Trupp. Feuerschutz verborgen. Mir entgeht nichts. So, der Ätherer. Wo will er hin? Haben wir die hier schon gepult? Nein, haben wir nicht. Dann gehen wir hier in Pistolenfeuerschutz und tasten uns langsam ran an die Jungs. Frechdachs verlagert mal die Seiten. Und würde jetzt nachladen. Oh yeah. Oh yeah. Twist geht ein bisschen näher ran. Guckt schon mal so zum Spaß, wie weit er käme. Nicht weit genug. Ich glaube auch, man kann die Dinger nicht werfen, wenn... also man kann sie natürlich ohne Sichtlinie werfen, aber... Böck. So, haben wir da einen erwischt? Ich glaube ja. Gehen wir da ein bisschen näher ran. Für den Fall, dass sie uns jetzt wahrgenommen haben. Dass ein paar von denen in unseren Feuerschutz reinrennen. So, du lädst nach. Muss nachladen. Gehst wieder in die Schatten. Und machst jetzt deinen eigentlichen Job weiter. Nämlich da vorne die restlichen Jungs zu scouten, sodass unsere Scharfschützen das da wegräumen können. So, Spark. Nutzt zwar keine Deckung, aber sollte trotzdem ein bisschen näher ran. Feuerschutzprotokoll aktiviert. So, Judgment Day. Moving out. Immer noch ein behinderter Name. Schreibt mir gerne mal drunter, wie er heißen soll. So, Knitte. Kann da wecken. Wollen wir das? Ich glaube, die Antwort ist ja. Na, treffen nicht. Sie wissen nicht, wo wir sind. Oh, jetzt wissen sie es doch. Ich werde mich um jeden Preis. Dann war der Pull doch nicht so pfiffig, wie ich dachte.
ein Punkt daneben. Auch daneben. Sehr, sehr schwächlich. Ja, immerhin gestreift. Kaum was bewirkt. So, da kommt jetzt wieder ein Schild für alle. Ne, Gedankenkontrolle auf Zulu. Sogar erfolgreich. So, der rennt. Und kriegt einen ab. Ah, leider nur 3 Schaden, weil die Rüstung so fett ist. Ja, trifft nicht. Eine Granate dahin. Okay, das ist eine interessante Wahl. Flamern dahin ist auch eine interessante Wahl. Betäubt, damit ist eine Runde vorbei. Hat sie sich den Arsch selber gerettet? Ist glimpflich abgelaufen. Das hätte ich mir jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass wir sie mit dem Schuss direkt so pullen, dass sie die Initiative gegen uns haben. Aber jetzt haben wir natürlich alle Zeit der Welt, uns um die zu kümmern. Ich koche hier schon! It's inside me! So, Twist. 100%. Kostenloses Nachladen. Dann mal los! Denn ich glaube, das ist ein potenzieller Kettenschuss-Kandidat. 88. Oh, dann waren wir doch nur knapp über 100. Aber das müssen wir wagen. Wenn es klappt, ist er down. Ah, der erste Schuss geht daneben. Alter Verwalter. Das war nichts. Dann machen wir es uns ein bisschen unnötig schwer vielleicht, ne? Aber nur ein bisschen. So, nachladen. We're green to go. Und nichts in Reichweite. Doch. Den da, aber das machen wir nicht jetzt. Haben wir nicht noch... Wo ist denn unser zweiter Heavy? Wir haben nur einen Heavy. Hollala. Warum das denn? Teamwork. We will overcome. Abklingzeit. Na ja, gut. Hau wenigstens den Schuss rein. Schweizer Shatter 3 Schaden. Rüstung wurde getroffen. Reservemunition. Jetzt lohnt sich das wenigstens, das mal zu versuchen. 4 Schaden. We're off the armor. Und 3 Schaden. Du noch nicht. Spark. Waffenreichweite. Wir können es also noch verbessern. Ja komm, Robo gegen Robo. Jawohl. Da rennt man halt einfach mal drauf. 79. Übersteuerung. Gibt es ein... Gucken wir mal. Das Doofe ist... Ja, okay. Das Doofe ist, wir sind doof. So, zerschreddert und getötet. Weitere Munition benötigt. Kostenloses Nachladen. 55. Na, wenn das die beste Chance ist. 15% Abzug ist natürlich kein kleiner Abzug. Kritisch für 7. Das ist sweet. Sturm und Schuss.
Kriegen wir noch einen Schuss nach dem Sprinten? Sprinten wir darüber. Und tackern ihm jetzt hoffentlich eine. Oder werfen da die Granate auf den hässlichen Fraggle. Ich glaube, das ist mir sogar wichtiger. Fünf Punkte Schaden. Kostenloses Nachladen. Unser Glück. Das könnte einen Unterschied machen. 91% gegen 50. Den anderen haben wir gar nicht drin. Nehmen wir die 91. Müssen wir uns um den zumindest nicht mehr kümmern. Nein. Puh. Das wird nicht klappen. Dann warten wir da lieber noch mit. 39%. Sie hat nur noch die eine Aktion, aber egal, ob sie trifft oder nicht, das gibt ja ein bisschen Schaden. Wenn gleich nicht allzu viel bei dem Rüstungswert. So. Prozent. Das ist nicht so viel. Den gehen wir mal darin. Oder dorthin, meine ich. 100% mit dem Tarnschuss. Oder Fernzündung? Nee. Tarnschuss. Auf ihn da oder auf den da? Zerfetzt das? Ich glaube nicht, ne? Doch, zerfetzt. Die Jägerin schlägt zu. Ich habe nur die Rüstung getroffen. Naja, nur die Rüstung ist ein bisschen gelogen. Gefährlich. Kein Problem. Aber wir müssen Takumi befreien. 91. Komm, schön mit Krallen geschossen. Daneben. Skandal. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Die Waffe verschlingt meine Munition. So, jetzt kann es aber passen. Sieben bis acht, das sollte reichen. Dann haben wir den Flamer zwar nicht ausgeschaltet. Ah, es war so klar. Warum? Hm. Zum Glück brennt die Karre. Parieren. Definitiv parieren. 40%. Auch hier ist ein überragender Schaft. Flankieren wir ihn von da? Nein. Flankieren wir ihn von hier? Nein. Von da sehen wir nicht angeblich. Ha. Gefechtsprotokoll. Ein zu wenig. 2, 4, 5. Auch eine Bombe. Wahrscheinlich ein zu wenig. Ist egal, wir gehen trotzdem dahin. Zeigen Präsenz. Und versuchen es mit 64%. Da Nebel. So, das war unsere Runde, die eigentlich easy sein sollte. Sie greifen mich mit aller Macht an.
flammt jetzt in die eigenen Leute rein. Sie flammen in die eigenen Leute rein. Er bewegt sich. Daneben. Ist die Frage, ob das angezeigt wird, wenn er pariert, oder ob das jetzt schon das Parieren war, weil es daneben war. Schutzschild. Okay, kritisch für 8. Das heißt, das daneben eben war das daneben. Wow, diese Logik. So, aber jetzt sind wir dran. So, Twist muss jetzt gleich irgendwo hinkommen, wo es was gibt. 7%, das ist armselig. 56 ist auch nicht gut. Was können wir denn noch machen? Wir müssten auf jeden Fall Knitte irgendwie hier hinkriegen für das Imitationsgerät. Sind drei relativ dicht beieinander. Wie weit fliegt so ein Claymore? Oh, die Reichweite ist... Ah, stimmt, sie ist nicht auf Claymore geskillt. Dann hat sie ihren Dienst hier eigentlich getan. Das ist so weit weg, das ergibt überhaupt keinen Sinn. 60%. Kann man halt mal versuchen. Daneben, leider nicht. Bin unterwegs. Einmal drumrum. 100%. Wir kriegen ihn nicht kaputt, leider. Doch, wir kriegen ihn kaputt, wenn die Krallengeschosse brocken. Sehr schön. Wir sind die Besten. Patronen sind alle. Heilung. Auf Äther. So, Twist, wo kriegen wir dich hin, dass du irgendwas sehen kannst? Da haben wir einen zumindest in Sicht. Und los geht's! Und wenn es nur für den einen Hitpoint ist. Einer weniger ist einer weniger. Wie viele waren das jetzt? Brauche Munition! 7%. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Machen wir ein paar Felder gut. Und gehen in Feuerschutz. Es wird nichts bringen, aber... 29. Da könnten wir den Schild mit rausnehmen. Da kommen wir nicht weit genug hin. Hier könnten wir. Für einen normalen Soldaten das Claymore verschwenden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich möchte.
Spark. Geh mal hin. 23 oder 23? Dann nehmen wir noch die 23. Daneben. Ziel wurde verfehlt. Bis 8 Schaden. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Das war unser letztes Gefechtsprotokoll, aber dann hat er sein Schild fast weg. Immer noch geschützt, leider. Sturm und Schuss hat wieder Abklingzeit. Gehen wir darüber. Rüber. 47, 18, 18. Besser als nix. Wow. 5 Schaden noch durch den Schutz durchgebracht. Damit haben wir hier einen sicheren Kill. So, parieren. Wir hoffen mal, dass er auch zum Target wird. Und Frechdachs geht einfach mal näher ran. Vielleicht hast du dann mit der Sache auch was zu tun. So. Feuerschutz verborgen. Die Advent-Energiezellen haben ihre maximale Aufladung erreicht, Commander. Die Kanone ist geladen und feuerbereit. So, durch den Schutz durch. Daneben. Daneben ist gut. Mehr hast du nicht drauf? So, und du hoffentlich auch daneben. Doppel daneben, das ist nice. Sieht so aus, als könnten wir es hier noch rumreißen. Gut, die Kanone wird nächste Runde nochmal schießen. So, Twist. Da sieht er was. Ein kostenloses Nachladen haben wir noch. Alles im grünen Bereich. So, wen können wir dann anbieten hier? 95%. Zwei zerschreddert und noch 3 Schaden durchgebracht. 35. Ist nicht so viel. Spark. Schon unterwegs. Spark geht mal näher ran. 74. Warum nicht? Eins zerschreddert und 4 Schaden durchgebracht. Das sieht doch gut aus. Munitionsnachschub erforderlich. Nachladen. Schade, keine Ziele verfügbar. Na egal, 61% ist besser als nichts. Und wir treffen sogar für volle 10.
So, sie ist immer noch am Arsch der Welt. Hätte noch... Nee, hätte nur noch normales Nachladen, deswegen macht sie es jetzt. Problem ist, hier haben wir direkt diesen Psycho dann vor uns. Aber ist egal, wie wir es machen. Den haben wir so oder so vor der Nase. So muss das sein. Von da aus ran. Für die Templer. So, geschützt, wir aber ein bisschen was ist durchgekommen. Parieren. Kann er wenigstens direkt vor der Nase stehen bleiben. So, 80%. Aber das erste wird eine Heilung. Denn ich weiß nicht, wie viel Schaden dieser Roboter macht. Dann schießen wir mal drauf. 6 Schaden. 35%. Tja, besser als nix. Ja, 4 Punkte Schaden. Hat funktioniert. Und... Tja, ist er der letzte? Ne, ist er nicht. Aber fast. Die Frage ist, ob wir da... Jetzt versuchen, das Ding eine Runde außer Gefecht zu setzen. Chancen liegen bei 73%. Probieren wir auch. Aber erst möchte ich nachladen, glaube ich. Denn es wäre sonst eine verschenkte Aktion. Nachladen. Und jetzt übernehmen. Oder, naja, übernehmen nicht, aber... Probieren. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht... Oh, scheiße aus. Warum denn nicht? So knapp. Schön, wir haben ihn modifiziert. Ganz toll. Super. Ja gut, und Dragunova hat jetzt hier nichts... ist ja gar nicht Dragunova. Stalker hat hier nichts verloren. Die soll jetzt gefälligst wieder weitergucken. Unterwegs. Wir werden ja wohl mit den beiden mit 9 Mann irgendwie fertig werden. So, da haben wir mehr, als wir sehen wollen. Deswegen gehen wir hier mal zurück. Und das Ding feuert leider jetzt schon wieder. Pump. Ja gut. Halbes Leben weg. Ich kann die Systeme kaum noch online halten. Wir müssen diese Kanone deaktivieren. I know, I know. So, er rennt weg. Okay, das war sein Superschild. Die Invasoren sind hinter mir her. So. Ach Mist, wir wurden entdeckt. Das ist ja doof. Das ist sehr doof. Hä? Jetzt erst entdeckt? Warum hat sie denn dann vorher schon geschossen? Okidoki, das wird ein bisschen unangenehmer als erwünscht. Das heißt, wir haben jetzt 7, 8, 9. 9 gegen unsere 10. Na, das nenne ich schon haarig. Daneben leider. Ziel steht noch. Das hat wehgetan. 10 Punkte Schaden. Gut, dass wir geheilt haben.
95%. Das ist zwar gut, aber da hinten muss definitiv eine Granate reinrauschen. Auf der anderen Seite muss sie eigentlich nur wegrennen und wir müssen sie in den Hinterhalt locken. Puh. Die Trefferchancen sind ja mal mehr als armselig. So, die Frage ist jetzt, ob einer der Scharfschützen das Claymore auslösen kann, dass wir noch weg können. So, Spark muss nachladen, hat aber noch eine kostenlose Ladung. 43, warum sieht denn der den nicht? Brücke aus. 80%. Ziel wurde nicht getroffen. Rechtschaffen daneben. So, er könnte es sehen. Er nicht, sie nicht. Hat aber da zumindest mal brauchbare Chancen zu treffen. So, zumindest mal wieder in die Deckung. Sieben Punkte Schaden. Das Ding wird schon irgendwann sterben. Und den werden wir irgendwann auch kriegen. Desorientiert immerhin. Und parieren. 70%. Ein bisschen näher ran hier. 84. Bitteschön. 5 Punkte Schaden. Prozent wäre weg. Er kann es auch nicht schaffen. Er kann überhaupt nichts Sinnvolles machen. Schießt halt auf den Panzer. Das war die letzte unserer Sorgen. Also die allerletzte sogar. Einmal hier in die volle Deckung. 70% sollte auch ohne Treffer gehen. So, das lästige Ding ist weg. Er löst mal aus. So, die Rüstungen sind zumindest mal weg. Ja, schrei du. Soweit sie kann. Deckung, Nebensache. Hauptsache das Ding so weit werfen, dass die Monster es sehen können. So, hier verstecken. Twist ist der letzte. Könnten da zwei oder drei erwischen. Die Frage ist nur, was haben wir dann noch an Deckung für uns? Den komischen Fraggle da. Der aber desorientiert ist. So, gehen wir hier hin. Endlich!
gucken mal, was wir da haben. 80%. Ich glaube, das reicht mir. Dann ist der weg. Gestreift. Okay, dann wäre er vielleicht weg gewesen, wenn wir getroffen hätten. So. Wenigstens sind es jetzt nur noch 8 Gegner. Er brennt. Hä? Oh, das hat Schaden gemacht. So will ich nicht sterben. Chrysalidengift. Daneben. Wow. Hier ist es zu heiß. Ich dachte eigentlich, die gehen auf das Imitationsgerät. Schade. Da haben wir gerade so einen schönen Schnitter. Neu. Und dann ist sie sofort im Eimer. Das ist natürlich unschön. Na, wenigstens der weiß unser Imitationsgerät zu schätzen. So, da ist es weg. Schade um Lucy. Ja, glaube ich für dich mit. Wer hat ein Medikit? Anna hat ein Medikit, aber ob wir das dafür schon opfern, bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, die Zielwahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt deutlich gesunken, aber das ist natürlich eine Granate, die... man völlig ohne Brain setzen kann. Er geht mal hier in die etwas bessere Deckung. Er ist desorientiert. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Gehabt. So. Da rein mit der Bombe. So, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Ja, ich glaube, der Kokon ist nicht so das Problem. Die echten Chrysaliden sollten wir vielleicht noch wegmachen. Okay, er kann sogar relativ weit werfen. Würde da alles bis auf den Snacky Snackerson schaffen. So, Spark. Servos aktiviert. Servos aktiviert zum Einsatz. 74. Wir nehmen die 60 hier. Der muss langsam mal weg. Einen zerschreddert, das ist super. Munition bald aufgebraucht. So, jetzt kommt Knittes Heldenmoment hier. Sag Hi zu den Monstern. So, dem wird eine gebraten. Und dann kommt die Konfrontation. Einmal. Zweimal. Dreimal, viermal, wow, fünfmal, sechsmal, siebenmal und achtmal. Zweimal daneben. So, ein paar Leute erwischt.
Steht jetzt natürlich Käse da, aber das wussten wir vorher. Geht klar. So, einen Schaft haben wir dran. Nehmen wir den unrealistischeren Schuss. Nicht mal knapp. Hoher Munitionsverbrauch. Denn er kann ja hier jetzt alles dicht machen. Ein präziser Hieb der Macht. So, was haben wir jetzt noch? Frechdachs im Angebot hier. Moving to position. Okay, den Chrysaliden, aber da können wir auch drauf schießen. So, Chrysalid finden wir jetzt wichtiger, dass der weg ist. So, und der ist weg. Probieren wir es mal, vielleicht kriegen wir ihn weg. 7 Punkte, ich glaube, das hat nicht gereicht. Er hat gar nichts an der Waffe dran. Geht mal hier in volle Deckung. Und nimmt dann die höchste Chance. Ob jetzt Schlange, Berse oder was weiß ich. So, der ist umgefallen, weil er brennt. Das Ding will den Nahkampf scheinbar. Und kriegt immerhin 2 Punkte Schaden. Sie haben mich flankiert. 7 Punkte, das tut weh. Staubsauger und umschlingen. So, da spawnt jetzt gleich ein kleiner Chrysalid raus. Der dürfte aber keine Runde mehr haben. Ah, der tote Major, der stört mich jetzt ein bisschen. Aber Rückschläge gehören dazu. So, Phil Deckard ist nicht mehr umschlungen. Fängt aber definitiv auch nicht an hier. So, 77% auf das Kokon, 67% auf den fertigen Chrysaliden. Mach den mal weg, wenn es geht. Daneben. Das war jetzt unpassend. Die ist weg. So, gestreift reicht aber. So, der Spark macht's einfach. Kritisch, einen verschreddert. Ich brauche Munition. Ich glaube, Sturm und Schuss ist hier unser Favorit. Kommen wir nämlich hier hin mit. Können den damit abräumen. Denn die finden wir unsympathisch, die kleinen Chrysaliden-Monster. Jetzt deckt man hier schon wieder Komisches auf. Egal. Hauptsache ein bisschen Abstand hinkriegen. Ja,
das, was mal unser Mitarbeiter war hier. Ein Feld näher ran können wir. Zehn Schaden durchbekommen. Panzerung getroffen. Meine Munition ist leer. Nachladen. Ready to rock. 81 oder 73. Wir nehmen die 73. So, damit haben wir ihn weggemacht. Damit bleibt nur noch sein robotischer Part übrig. Nachladen. Auf geht's. Komm, das erste Mal jetzt ein sinnvoller Einsatz vom Kettenschuss, wenn es geht. 100%. Sehr schön. 6 Schaden. Und nochmal 7 Schaden. Reißen. 7. Und parieren. Hoffentlich beißt er drauf an. Maximale Aufladung erreicht, Commander. Die Kanone ist geladen und feuerbereit. Okay, nächste Runde kriegen wir wieder einen ab. Dann müssen wir diesmal wirklich relativ brainless dahin strotzen. Chrysalidengeburt. Sehr schön. Hat funktioniert, wie wir wollten. Ich stehe unter Beschuss. Nachladen. Und nachrücken, denn jetzt müssen wir, wie gesagt, ein bisschen panisch die Flucht nach vorne begehen. Und wir haben nur noch 4 Runden, bevor unser Schiff zerstört wird. So, das Ding da weg. Nachladen. Und weiter geht's. Bewegung wird ausgeführt. We're green to go. Nachladen. Und weg mit dem Biest. Good riddance. I'm going. So, die Panzer schon mal ein bisschen anknabbern. Aber die machen den Brei nicht fett, glaube ich. Es kann losgehen. Nachladen und losrennen. Aber in voller Deckung. Positiv. So, noch ein bisschen Schaden auf dem Panzer. So, Frechtags guckt, dass sie auch ein bisschen Land gewinnt. Und noch eine Heilung auf Rundschlag. Eigentlich müsste Zulu jetzt mal ein bisschen heilen. Mit Anna nicht. Also damit Anna die letzte. Die letzte Aufladung. Übrig behält für eine Reichweitenaktion. So, wir stellen uns einfach mal daneben. So, das Ding feuert jetzt. Einen Schuss davon können wir uns danach noch überleben. Wenn wir diese Kanone nicht aufhalten, können wir vielleicht nie wieder abheben. Ja, wir tun unser Bestes. Ist nur leider nicht sehr viel.
So, das Spark scoutet mal weiter. Naja, 4 Pünktchen. Und wieder verklickt, aber egal, wenigstens ist er daneben gelandet. Nachladen. So weit wie möglich. Nichts gesehen. Dann ein bisschen weiter noch. So, 3 Schaden drauf. Mal ein bisschen aufrücken. Sechs Schaden. Legen wir endlich los. Auch ein bisschen aufrücken. Und nochmal 6 Schaden. Munition verbraucht. Einmal heilen. Und dann weiter nach vorne. Sie kann auch schon weiter nach vorne. Denn für die paar Pünktchen reicht ein Pistolenschuss. Machen wir den auch noch weg. Wir haben alle feindlichen Belagerungsstellungen zerstört. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ja, so viel bringt es noch nichts, wenn die fette Kanone dann wieder schießt. Nachladen. Waffe geladen. Und ab in volle Deckung. Da ist was. Damit haben die Aliens den Großteil der irdischen Kontinentaltruppen besiegt. Geht genauso leicht durch Panzerung wie durch. Ach du Scheiße. Also Vorsicht. Was zur Hölle ist das? %, ist ja so gut wie nichts. Die Entfernung ist einfach zu weit. Müssen wir näher ran. So, ich würde davon ausgehen, dass das Ding so Hightech ist, dass wir da nicht dran können. %. Nee, nach dem letzten Versuch, der so gruselig schief gegangen ist. Würde ich da jetzt ein wenig Abstand von nehmen. On your order. Feuerschutz. Der Spark bietet sich mal als Ziel an, würde ich sagen. Von dem ist man nicht so überzeugt.
daneben. Mögliche Fehlberechnung. Kritischer Munitionsvorrat. Da rücken wir ein bisschen auf. Leider nein, leider gar nicht. Kein Problem. Feuerschutz. Überwachung läuft. Elite Purifikator. Schaden unter Umständen. Dann probieren wir es lieber mal mit Volt. Sehr schön. Das war ja wenigstens ein bisschen was an Schaden. Da wird nichts durchkommen. Da vielleicht. Oh, erledigt. Das war mal ein glücklicher Proc. So, am Ende dieser Runde müsste wieder aufgeladen sein. Für den finalen Schuss. Da müssen wir langsam wirklich gucken, dass wir da Gas geben. So, er geht hoch und visiert jetzt irgendwas an. Eins zerschreddert und 9 Schaden. Systemfehler. Okay, den Spark haben wir verloren. Aber das war ja die Absicht der. Unsere Defensivtruppen gehen da draußen unter, Commander. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir auch das Schiff. Wir müssen unsere Strategie überdenken. Sehr schön, der ist weg. Das war doch klar, oder? Ja, so klar jetzt nicht. So, jetzt. Nee, du machst da kein Schild drauf. Ach, come on. Das ist, macht doch keinen Spaß so. Vor allem eine elektrische Einheit mit so einem Schild. Total affig. 100%. 107%. Das heißt, mit den 15% Abzug wäre das immer noch halbwegs brauchbar. Prozentual. Wen haben wir denn sonst noch, der zerfetzen kann? Du nicht. Du auch nicht. Du unter Umständen. Schon unterwegs. Mit einem Wurf, der weit genug reicht. Nee, reicht er nicht. Könnten da höchstens die Deckung wegmachen. Was ja schon mal ein Ansatz ist. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, bleibt nichts. Wir müssen. Wir müssen es versuchen und es muss klappen. Der erste hat funktioniert. 2 Punkte zerschreddert von der Rüstung. Und der zweite hat den Schild entfernt und noch 4 Schaden durchgebracht. Immerhin. Stark. 41. Das ist immer noch viel zu wenig, um irgendwie mitspielen wollen zu dürfen. Aber eine bessere Chance werden wir nicht kriegen, es sei denn, wir entdecken das Ding und können darauf schießen, weil das wehrt sich nicht.
Aber dafür müssen wir, glaube ich, weiter nach vorne. Und ich wüsste gerade ehrlich nicht, mit wem. Da sieht er nichts. Da sieht er auch nichts. Sturm und Schuss. Einmal mehr. Sieht er da was? Da sieht er was. Ja, dann geht's halt dahin. Zumindest mal potenziell näher dran. 63. Könnte. Ja, 6 Schaden sind 6 Schaden. Tja, auch das sind, würde ich sagen, 95. Schaden. Mühsam ernährt sich das XCOM-Hörnchen. So, und er versucht jetzt wieder Aggro zu ziehen. Zack. 5 Punkte. Und parieren. Hoffentlich reicht das. Und 89. Dann laden wir aber erst nochmal nach. Reloaded. Naja, 3 Schaden. Immerhin. Besser als nix. Und das ist jetzt zumindest mal eine Chance, die okay ist. 100%. So, 6 Punkte. Wir nähern uns. So, Zulu kommt auch mal näher ran. 69 oder 79. Nehmen wir doch die 79. 4 Schaden dazu. Ja, wissen wir. Die Advent-Energiezellen haben ihre maximale Aufladung erreicht, Commander. Nicht noch eine Gruppe, das ist doch... Ugh. Ihr wollt mich verarschen. Noch eins von den Biestern. Wäre mit einem schon mehr als genug zu tun. Blitzfeld. Alles steht auf dem Spiel. Wieso hat sein Schild jetzt nicht funktioniert? Zornkanone. So, das heißt, nächste Runde wird er dahin ballern. Prozent. Ich meine, wir haben hier volle Deckung. Wir müssten eigentlich nur davon ausgehen, dass wir das Ding kaputt kriegen. Also Optimismus. Munition alle. Hilft nichts. Wir müssen weiter an dem Ziel arbeiten auch. 8 Punkte. Nachladen. 87. So, den einen hätten wir damit flankiert. Nicht, dass ich mir da hohe Chancen ausrechne, aber wenigstens ist es eine Chance. Kritisch für 11. Zumindest Respekt haben wir ihm versucht einzubläuen. So, jetzt müssen wir gucken, was machen wir mit dem Templer. Da ist ein Feuerschutz auf dem Ding. Hast du einen Schaft? Ja, hast du. Dann würden wir damit den Feuerschutz auf jeden Fall... Hä? Oh, das
Doch, Feuerschutz entfernt. Das muss auf jeden Fall unser nächster oder letzter Heal sein. Wissen wir noch nicht so genau. 77. Aber es sind einfach so viele. Sechs nochmal. Ein Punkt. Ja, was soll's? Geschützt weitestgehend. Zumindest können wir uns jetzt verpieseln. Feuerschutz. Ja. Kabums. 50 Restpunkte. Da sind Risse im Energiekern der Avenger. Noch ein Treffer, dann wird es kritisch. Sehr schön. Das reicht, das daneben zu schießen. Spannendes Ding, wieder bis zur letzten Minute. Leider niemand in der Nähe. Tja, nachladen hilft ja nichts. Prozent. Na komm. Zwei zerschreddert und vier Schaden. Rüstung hält Stand. Klingt eh nicht kaputt. Von daher egal. Hat noch irgendwer eine Granate? Puh. Da wäre noch eine Granate. Aber das reicht niemals. Näher ran. Rundschlag. Ja, why not? Oh oh. Stehe unter Beschuss. Daneben, Glück gehabt. Prozent. Bitte schön mit Proc. Sehr nice. Genau nach Plan. So, da waren es nur noch ewig viele.
Nein. Nein. Auch irgendwie nein. Dort hinüber. So, können wir zumindest mal auf das Mission Goal schießen. So, der hat seine eigenen Probleme da mit dem komischen Flamer-Mann. Kaltet den mal ein bisschen weg, würde ich sagen. So, du musst jetzt gucken, dass du wegkommst. Dahin am besten. Wenigstens eine kleine Granate, wenn wir schon sonst nichts können. Ein Schaden, yay. Yippie. So, Frechdachs noch einen Schuss auf das Ding. Gut, hier ist zumindest halbe Deckung. So, nächste Runde haben wir es kaputt. Aua, aua. Verblutet. Okay, das ist nicht schön. Rennt er irgendwie weg. Zornkanone. Also wandert da nächste Runde ein Schuss hin. Daneben. Schade. Aber gut, das ist jetzt mehr ein Zweikampf da zwischen den beiden. Okay, er brennt. Das Ding ist immun. Und wird jetzt wahrscheinlich da eine Granate reinwerfen. Jo, hat alle erwischt. Okay, Anna brennt. Das ist auch nicht so cool. Wohin sprach Zeus hier? Unglaublich. Das ist ja... Er kann von da aus irgendwas sehen. Jetzt komme ich. 100% auf den. Mischt er sich zwar in den falschen Kampf ein. Aber zumindest mal geht es dann an irgendeiner Stelle in die richtige Richtung. Ich könnte etwas so. Munition gebrauchen. Er muss nachladen. Dann können wir das ja mit ein paar Feldern Reichweite verbinden. So, brennt zwar, aber für 100% reicht's noch. 6 Punkte Schaden immerhin. Armor still holding. Ammo out.
so schade. Kriegen wir es besser hin. So, Anna brennt, aber kann das Ding da zu Ende bringen. Nachladen geht brennend, aber nicht so gut. Dann gehen wir mal dorthin. Nehmen das Ding jetzt aus dem Spiel. Da draußen. Der Generator ist zerstört und die Kanone deaktiviert. Jetzt müssen wir uns nur noch um die restlichen Feinde kümmern. On your order. So, ach, die steht ja so weit weg, das ergibt ja überhaupt wenig Sinn. Alle nur auf Entfernung. Ja, dann gut, dann müssen wir den Schuss jetzt nehmen. Ich dachte, ich könnte dann noch eine Granate werfen. Immerhin 2 Punkte Schaden. So, da könnten wir hin. Zulu. 71%. Oder könnte er den übernehmen? Also den Kleinen. Making new friends. Prozent. Das ist ein bisschen was. Okay, es sind nur noch die beiden. Das heißt, er kommt definitiv nochmal dran und macht nochmal Unsinn. Sichern wir sie erstmal. Das bringt jetzt nichts. Ich glaube nicht, dass wir dadurch einen Kill kriegen. So, 100%. Ist zwar fast kein Schaden, aber wir kommen sehr weit. Treffen ihn sogar kritisch. Die Ältesten haben sie gut geschützt. Und dann können wir uns hier noch verpieseln. Weil der da hinten lässt, glaube ich, seine Granaten auf jeden Fall los. Naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Der hat irgendwas kaputt geschossen. Drei Gegner haben wir noch. Puh. Langsam reicht es mir hier. So, der Flamer da nochmal rein. Aber da wir eh noch brennen, ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. So, noch eine Granate, die tötet uns zumindest nicht. So, die brennen noch. Halbe Deckung da drüben. 96%.
laden wir aber erstmal nach. Oh ja! So, leider ist das die kleinere der Bedrohungen. Abgeprallt. 49, wieder so eine armselige Trefferquote. Komm, Marat. 6 Punkte Schaden, das nenne ich mal einen sauberen Hit. Nachladen geht nicht, wenn man brennt. Und das wird uns umbringen, aber ihn auch. Wow. 77%. Das ist eine gute Chance. Du wirst den Preis zahlen. So, den reißen wir mal. Dann gehen wir auf Parieren. Und hoffen, dass er schießt. Damit wir ihm ausweichen können. So, hier hilft leider gerade gar nichts. Außer vielleicht außer Sichtweite gehen. Wir müssen erst aufhören zu brennen, sonst können wir nicht nachladen. Gehen wir noch in Deckung. 77, mehr gibt's nicht. So, 4 Punkte Schaden auf unseren letzten Gegner. Der allerdings nochmal mehr zählt als so ein ganzer Trupp eigentlich. So, ich hoffe, das zählt nicht als 2 Angriffe. Der Feind trachtet mir nach dem Leben. Okay, jetzt bewegt er sich. Meine Flanke ist ungeschützt. I think I need some help. Er brennt immer noch. Solange wir nicht. Solange er irgendwann. Ah, jetzt brennt er nicht mehr. Das ist super. 100%. Wie viel? 105%. Das läge jetzt völlig an Twist. Wir können noch ein paar Reichweitenmeter rausholen. Indem wir ihm hier einfach mitten vors Gesicht laufen. In Cowboy-Manier. Wir haben jetzt 111%, das heißt mit 15% weniger sind es 96. Bitte, bitte. Der erste hat getroffen, zerschreddert für 2. Der zweite trifft für 5 und zerschreddert die restliche Rüstung. Leider immer noch sehr armselig, aber kann klappen. Zu hoch. Ja, er trifft für 6. Sauberes Ding. Nachladen geht wieder. Oh yeah. Oh yeah. Ne, kriegen wir nicht in Reichweite. Wir können zwar drauf zulaufen, aber diese Runde erreichen wir es nicht mehr. 95. Hohoho, 95%. Knitte, du hast wesentlich besseres Zeug schon gerissen. Richtax kann auch wieder nachladen. Was ist das denn? Revitalisierungsprotokoll. Nee. Nö, nachladen. 97%. 7 Punkte Schaden. Warum geht Volt eigentlich nicht? Ist ja nur einmal pro Spiel. So, damit kriegen wir nicht kaputt. Spür meinen Zorn. Abschaltung 2. Das ist mal glücklich geprockt.
Und mit dem Momentum gucken wir jetzt, dass wir Weg machen. So, ich will jetzt nicht sagen, das war Glück im Unglück, denn wir haben immer noch 3 Leute verloren bei dieser Mission. Aber, Waffe geladen! Aber wir haben es überstanden. Das Spiel geht weiter. Franziska wird knapp überleben. Unsere besten Leute verloren und dem Schiff ging es schon besser. Aber dank Ihnen können wir weiterkämpfen, Commander. 3 getötete Soldaten. Ja, das ist nicht schön. Wobei der Spark jetzt, glaube ich, als getöteter Soldat zählt. Und ich glaube, so einen bauen wir uns nicht nochmal. Der ist zwar ganz nice, aber ich glaube eher am Anfang. Weil die Hitpoints, die er hat, sind schlechter als unsere. Die Trefferchancen sind schlechter als unsere. So ziemlich alles. So, sehr traurig. Ayumi, Pia, Takashi. Zulu ist tot. Und, ja, unser Schnittermajor ist leider auch tot. Wir konnten die Auserwählten dieses Mal von der Avenger fernhalten, Commander. Aber ich bin sicher, dass sie wiederkommen werden. Wir müssen weiter mit den Fraktionen zusammenarbeiten, um sie aufzuspüren. Ein Einsatz, 0 Kills, schließt sich allerdings sehr unspektakulär. 9 Einsätze, 89 Kills. Oh, Gawa, wir werden dich vermissen. Spark, dich, naja, vielleicht auch. Nutzlos warst du nicht. Es hat Spaß gemacht. So, was haben wir hier? Wachsamkeit. An der Stelle. Weiter. Und weiter. Achso, die anderen können wir jetzt erst später befördern. Meine Fresse, das war unnötig hart. Aber es war ja klar, dass das unser erster Sektopodeneinsatz hier werden wird. Kotz. So, jetzt noch ein bisschen knapp an Soldaten wieder. Da ist noch eine Beförderung für den Templer. Der hat auch richtig eingerockt. Und kriegt jetzt hier was. Okay, schnell ziehen. Okay, aber wir haben nur 2 Fokus. Wir müssten mal irgendwie... Tja. Ich würde jetzt dieses Abprallen nehmen wollen. Ich weiß noch nicht, wie gut es ist. Es lässt sich halt nicht einschätzen, meines Erachtens. So, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir geben ihm das jetzt auch einfach. Markiert ein einzelnes Ziel mit einer psionischen Linse, sodass es 33% zusätzlichen Schaden durch eine bestimmte Zahl zukünftiger Einzelzielangriffe nimmt. Verbraucht einen Fokus. Okay, nehmen wir mit. Einfach, weil wir es haben. Und wir es ausprobieren wollen. So. Damit würde ich mich von euch wieder verabschieden. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat hier. Aber, ja. 26 Soldaten haben wir noch. Ich denke, wir werden es irgendwie verkraften. No Skill hat jetzt halt ein bisschen zu trauern. Und, ja, die Kameradschaften, was haben wir da Neues? Ja, die beiden können gerne. Ja. Tada. Die sind ja auch nur Laiendarsteller. Jo. So, in diesem Sinne. Nächstes Let's Play fängt dann mit grusamerem Zeug an. Aber jetzt mag ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich beende das hier. Wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Euer Ugrutz.